Liebe Leute, es wird mal wieder Zeit für ein Bahnhofsporträt und deshalb entführe ich euch heute nach Eschede. Bis zum 3. Juni 1998 war diese unscheinbare Station auf der Strecke Hamburg-Hannover so gut wie niemandem ein Begriff. Dann endete die Fahrt des ICE 884 an der Brücke der Revalaer Straße und Eschede fand seinen Platz auf der Liste vormals unbekannter Orte, die man mit schrecklichen Ereignissen verbindet. Über Langenweddingen, Dahlerau und Warngau liegt selbst nach Jahrzehnten der Schatten fürchterlicher Eisenbahnkatastrophen. Und als in den 80ern aufgewachsenes Wessi-Kind assoziiere ich Herborn noch immer mit dem Tanklaster, Gladbeck mit dem Geiseldrama und Rammstein mit der Flugschau. Daher präsentiere ich in diesem Film nicht bloß die Geschichte und die überschaubare Infrastruktur des Bahnhofs Eschede, sondern auch persönliche Anmerkungen und wenig beachtete Fakten zum ICE-Unglück. Über dessen Ursache ist zur Genüge berichtet worden und entsprechende Dokumentationen existieren zuhauf. Zu den betrieblichen Folgen findet man hingegen fast keine Informationen und daher beleuchte ich abschließend die unmittelbaren Auswirkungen auf den ICE-Verkehr. Zunächst ein historischer Abriss. Eschede erhielt seinen Bahnhof 1847 mit Eröffnung der Strecke Lehrte-Celle-Uelzen-Lüneburg-Harburg, die sich zu einer bedeutenden Nord-Süd-Verbindung mauserte und bis 1869 zweigleisig ausgebaut wurde. Die Aufnahme des elektrischen Betriebs erfolgte 1965. In diesem Zusammenhang wichen die beiden mechanischen einem Drucktastenstellwerk, das in einem Türmchen neben dem damaligen Bahnübergang Hermannsburger Straße untergebracht war. Nachdem 1977 das ursprüngliche Empfangsgebäude abgerissen und durch einen Zweckbau für Stellwerk und Fahrkartenausgabe ersetzt worden war, bezog der Fahrdienstleiter neue Räumlichkeiten, in denen er bis zur Inbetriebnahme eines aus der Betriebszentrale Hannover gesteuerten elektronischen Stellwerks 2015 residierte. Der Ende der 90er Jahre völlig umgekrempelte, aber im Kern erhaltene Bau beherbergt mittlerweile das Informationszentrum des Naturparks Südheide. Seit 1978 ist im Bereich Eschede Tempo 200 zugelassen. Seitdem ersetzt ein Außenbahnsteig am Gleis in Richtung Hannover den schmalen, nur durch Überqueren des Süd-Nord-Gleises zugänglichen Zwischenbahnsteig. Der Bahnhof am Nordende einer fast 16 Kilometer langen Geraden besteht aus den durchgehenden Haupt- sowie zwei Überholungsgleisen, die aufgrund der Schnellfahrten mit Flankenschutzweichen ausgestattet sind. In die seitenrichtigen Überholungen kann seit der ESTW-Inbetriebnahme mit 80 km/h eingefahren werden. Die Weichenradien hätten dies schon vorher erlaubt, allerdings hatten Bundesbahn und DB Netz auf erforderliche Anpassungen des Vorgängerstellwerks verzichtet. Alle Bahnhofsgleise sind in beiden Richtungen befahrbar und die Streckengleise nach Garsen und Unterlüss verfügen sowohl im Regel- als auch im Gegengleis über die kürzestmöglichen Signalabstände. Das ist für deutsche Verhältnisse ziemlich edel und erhöht die Restkapazität bei Betriebsstörungen deutlich. Die Außenbahnsteige liegen nördlich der Überholungen an den durchgehenden Hauptgleisen. Im stündlichen Wechsel halten die vom Metronom bedienten RE-Linien 2 Uelzen-Göttingen und 3 Hamburg-Hannover. Zusammen mit dem vom ICE geprägten Fern- und dem containerlastigen Güterverkehr kommt der Bahnhof Eschede auf durchschnittlich 280 Zugfahrten pro Tag, wobei die Zahlen abhängig vom Bau- und Störgeschehen auf der Rennbahn Hamburg-Hannover und benachbarten Strecken wie Bremen-Hannover oder Hamburg-Berlin zwischen 100 und 340 schwanken. In meiner Fotodokumentation zu Hamburg-Hannover hatte ich bereits erwähnt, dass es recht lange dauerte, bis ich erstmals einen Fuß auf Escheder Boden setzte, weil mir sowohl der Bahnhof als auch die angrenzenden, größtenteils durch Wald verlaufenden Streckenabschnitte wenig aufregend erschienen. Am heißen 25. Juli 1995 rang ich mich endlich dazu durch, hier den Regionalexpress zu verlassen. Meine ohnehin gedämpften Erwartungen bestätigten sich. Nennenswerte Fotomotive gab es nicht, der Güterverkehr war schwach und die Fernzüge vom Norden infolge eines Stellwerksausfalls in Hamburg horrend verspätet. Dennoch bequemte ich mich 2,5 Jahre später erneut nach Eschede. Warum ich an einem Sonntagvormittag Anfang Februar ausgerechnet dorthin fuhr, weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich jedoch, dass ich auf jener Brücke stand, auf deren Reste 4 Monate später die Welt schaute und für einen kurzen Moment die schließlich unerfüllte Hoffnung hegte, die Begegnung eines südwärts durchrauschenden ICE und eines in Überholung einfahrenden Güterzuges auf Bild bannen zu können. Am 3. Juni 1998 war ich, seinerzeit Zivi im mobilen Sozialen Hilfsdienst,
zu Hause und genoss einen dreiwöchigen Urlaub. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich vermute, dass ich in den 12-Uhr-Radionachrichten erstmalig von der Entgleisung eines ICE in Eschede hörte. Ich hatte am Nachmittag nichts vor und beschloss, an meine Hausstrecke Hamburg-Bremen zu fahren und umgeleiteten Fernverkehrszügen aufzulauern. Der Tragweite des Geschehens war ich mir überhaupt nicht bewusst. Vor meinem geistigen Auge stand ein mit einem Drehgestell entgleister ICE ein wenig zur Seite geneigt im Schotter. Daher sputete ich mich mit dem Mittagessen, um vor Wiederaufnahme des Betriebs an die Strecke zu kommen und noch ein paar Umleiterzüge abzulichten. Auf der Autofahrt zum Bahnhof Buchholz-Nordheide wurde mir jedoch schnell klar, dass sich in Eschede so bald kein Rad drehen würde. Sämtliche Radiosender überschlugen sich mit Eil- und Sondermeldungen. Ein PKW sei von einer Straßenbrücke auf das Gleis gefallen und vom ICE erfasst worden, der daraufhin entgleiste und gegen die Brücke prallte. Quasi im Minutentakt erhöhte sich die Zahl der Toten und Verletzten. Und mir dämmerte, dass in Eschede etwas gänzlich Unvorstellbares passiert war. In Buchholz bedeckten lockere Schönwetterwolken den Himmel. Umgeleitete ICE und Interregios fuhren durch den Bahnhof und die meisten der aus den haltenden Stadt- und Regionalexpressen steigenden Reisenden dürften nicht geahnt haben, was sich knapp 70 Kilometer Luftlinie entfernt abspielte. Selbst ich hatte ja keinen blassen Schimmer, wie es in Eschede wirklich aussah. 25 Jahre später hätten alle die Unfallbilder längst auf dem Smartphone gesehen. Damals vernahm ich lediglich aufgeregte Reporterstimmen und hatte ein Bild im Kopf, das mit dem tatsächlichen Ausmaß der Katastrophe wenig gemein hatte. Nach einem zweistündigen Aufenthalt am Bahnhof fuhr ich nach Hause. Es erschien mir falsch, mich unter der Sonne von Buchholz am dichten Zugbetrieb zu erfreuen, der ja nur dem Unglück in Eschede zu verdanken war, aufgrund dessen Rettungskräfte in derselben Sekunde Übermenschliches leisteten, um Schwerverletzte zu retten und Leichen zu bergen. Irgendwann an diesem Nachmittag sah ich im Fernsehen jenes Luftbild des ICE, der sich wie ein Zollstock vor den Trümmern der Brücke zusammengeschoben hatte. Ungläubig stand ich da, klammerte mich an eine Stuhllehne und wartete vergeblich darauf, endlich aufzuwachen. Abends zog ich noch einmal los, setzte mich 4 Stunden lang auf den Haltepunkt Sprötze und dokumentierte den Zugverkehr, der auf allen 3 Gleisen im Blockabstand rollte. Die Nachrichten vermeldeten 65 bis dato bestätigte Tote. Weitere wurden in den beiden noch unter der Brücke liegenden Wagen erwartet. Mein Schock ob des Geschehens saß tief, aber es beruhigte mich auch, dass es irgendwie weiterging. Ein Zug nach dem anderen donnerte durch die kleine Station und ich war beeindruckt von der Leistungsfähigkeit der Strecke, die zusätzlich zu ihrem eigenen nun fast den gesamten Verkehr der Magistrale Hamburg-Hannover bewältigen musste. Meine klarste Erinnerung an jenen unwirklichen Tag und die hereinbrechende Nacht ist etwas, das ich nie zuvor und danach erlebt habe. Die Durchfahrt eines Zuges mit völlig erloschenem Spitzensignal bei Dunkelheit. Der umgeleitete Interregio Alpenland hatte sich in der Finsternis unbemerkt herangepirscht und schoss wie aus dem Nichts den Bahnsteig entlang. Apropos Erinnerung. Da ich ja Urlaub hatte, verbrachte ich auch an den folgenden Tagen einige Stunden an der Umleitungsstrecke, unter anderem der eingleisigen Verbindung von Rothenburg nach Verden. Ohne die hier gezeigten Fotos hätte ich keine Erinnerungen an diese Ausflüge. Dafür ist mir eine andere Sache bis heute sehr präsent. Auf dem Radiosender, der damals ständig bei meiner Mutter dudelte, war es üblich, eine Überbrückungsmusik zu spielen, wenn der letzte Titel vor den Nachrichten zu kurz war und der Freiraum gefüllt werden musste. Die Melodie wechselte alle paar Wochen. In den Tagen rund um das Unglück war es die Swedish Rhapsody von Percy Faith. Wenn sie erklang, war ich auf die Verkündigung der neuesten Hiobsbotschaften aus Eschede vorbereitet, weshalb mich dieses an sich fröhliche Stück für immer und ewig an die Ereignisse des Juni 98 erinnern wird. Das wurde mir bei den Arbeiten an diesem Film wieder schmerzlich bewusst, denn zum ersten Mal seit vielen Jahren hörte ich die Swedish Rhapsody und das ging mir unter die Haut. Schon heftig nach so langer Zeit. Am Nachmittag des 13. Juni wagte ich die Reise nach Eschede, wobei ich zunächst mit einem Interregio von Harburg bis Celle durchfuhr. Im Südkopf des Bahnhofs bestand eine Langsamfahrstelle mit 70 km/h. Entsprechend gemächlich näherten wir uns dem Ort des Geschehens. Das war unheimlich, wie sämtliche Gespräche in meinem Wagen verstummten, als der Zug zunächst die Bahnsteige mitsamt dem nun weltbekannten Namen Eschede und wenig später die Unglücksstelle passierte,
in deren Sichtweite auf einem Acker einige Reste des verunfallten ICE lagerten. Im Mai 2001 wurde unmittelbar neben der neu errichteten Brücke eine Gedenkstätte eingeweiht. Auf einer 8 Meter breiten und 2,10 Meter hohen Granitwand sind Namen, Geburtstage und Herkunftsorte der Todesopfer verewigt. Für jede und jeden von ihnen steht einer der 101 Kirschbäume des umgebenden Gedenkhains. Eine steile Treppe führt hinauf zu einem mit Inschriften versehenen Tor und findet jenseits der Rebbalaer Straße ihre Fortsetzung in Form vierer himmelwärts weisender Stufen. Alljährlich am 3. Juni versammeln sich Betroffene, Angehörige und Hinterbliebene in Eschede. Während der offiziellen Gedenkveranstaltungen fahren die Züge im Bereich der Unfallstelle mit verminderter Geschwindigkeit. Zum 10. Jahrestag 2008 wurde sichergestellt, dass der Eisenbahnbetrieb am Ort des Geschehens zwischen 10.50 Uhr und 11.05 Uhr vollständig ruht. Wann immer ich nach Eschede komme, nehme ich mir die Zeit, in den Kirschgarten hinabzusteigen, mich auf einen der Granitblöcke zu setzen und die Gedanken schweifen zu lassen. Unabhängig von alledem hatte ich Jahre später ein denkwürdiges Erlebnis nahe Eschede. An einem sonnigen Apriltag suchte ich dieses kurz vor dem Abriss stehende Bahnwärterhäuschen südlich des Bahnhofs auf und nutzte den kurz zuvor erledigten Gehölzrückschnitt für ein paar Fotos. Irgendwann kam ein Güterzug des Weges und mein erster Gedanke war: Was rieselt denn da für ein weißes Pulver aus den Wagen? Das vermeintliche Pülverchen war jedoch kein verlorenes Ladegut, sondern aufsteigender Qualm, nachdem Funken einer festen Bremse das Gras neben dem Bahndamm in Brand gesetzt hatten. Binnen Sekunden stand ich inmitten einer Feuersbrunst, die sich letztendlich über 13 Kilometer erstreckte und eine fünfstündige Streckensperrung zur Folge hatte. Zum Schluss habe ich noch die eingangs angekündigten Infos zu den Auswirkungen des Unglücks auf den ICE-Verkehr für euch. Die sind eigentlich völlig nebensächlich, spiegeln aber ein kleines Stück Eisenbahngeschichte wider und sollten nicht in Vergessenheit geraten. Grundlage meiner Betrachtungen ist dieses Dokument, der Ausdruck der Zugnummernmeldeanlage des Bahnhofs Klecken auf der Umleitungsstrecke Hamburg-Bremen vom Juni 98. Darin ist protokolliert, wann Züge die Nachbarbetriebsstellen Hittfeld bzw. Buchholz verließen und in Klecken durchfuhren. Somit lässt sich nachvollziehen, welche Züge umgeleitet wurden, als Ersatzzug verkehrten oder ausfielen. Bereits am 4. Juni, dem Tag nach Eschede, zeichnete sich ab, dass ein gebrochener Radreifen am ersten Wagen des ICE 884 die Ursache der Entgleisung war. Für die 59 ICE der ersten Generation, der Baureihe 401, wurde daraufhin eine zusätzliche Laufwerksuntersuchung anberaumt und ihre Höchstgeschwindigkeit auf 160 km/h reduziert. Am 5. Juni wurden dann jedoch alle ICE 1 aus dem Fahrgastbetrieb genommen, sodass für die Hamburg anlaufenden Linien 3 und 4 von jetzt auf gleich keine Fahrzeuge mehr zur Verfügung standen. Die zugscharfen Folgen lassen sich im Ausdruck und dieser daraus abgeleiteten Tabelle ablesen. Während am 4. Juni noch fast alle Umleiter mit ihren regulären Nummern daherkommen, hier grün dargestellt, überwiegen ab dem 5. Juni ersatzlose Ausfälle, rot, und Ersatzzüge, blau. Letztere ließen sich damals, anders als heute, problemlos ihren Stammzügen zuordnen, weil deren Nummern einfach um eine vorangestellte 12 ergänzt wurden. Ab dem 7. Juni sah das Betriebskonzept im Wesentlichen vor, dass die Linie 3 nach Stuttgart bzw. in die Schweiz mit lokbespannten Zügen verkehrte und die Linie 4 nach München, nördlich von Hannover, nahezu komplett ausfiel. Einige Leistungen wurden mit ICE 2 abgedeckt, was keine Ersatznummer erforderte. Die letzten umgeleiteten Züge waren IC 12 3x7 in Nord-Süd sowie IR 2180 in Süd-Nord-Richtung am 9. Juni. Die Wiederaufnahme des Betriebs im Bahnhof Eschede erfolgte um 17.16 Uhr. Binnen 6 Tagen war der zerstörte Südkopf instand gesetzt worden und der Verkehr wanderte vollumfänglich zurück auf den Regelweg. Für die Vollständigkeit, weil schlussendlich die gesamte Baureihe 401 von bereiften auf Monoblockräder umgerüstet werden musste, fuhren den ganzen Sommer über verkürzte ICE-1 oder Lokwagen-Ersatzzüge durch Deutschland. Was ich sehr intensiv miterleben durfte, weil ich nach Beendigung des Zivildienstes den kompletten August mit einer Monatsnetzkarte unterwegs war. Erst Ende Oktober 1998 herrschte im Fernverkehr wieder Normalbetrieb. Ja, ihr Lieben, damit wäre für heute alles gesagt.
Herzlichen Dank, dass ihr mir nach Eschede und in die Vergangenheit gefolgt seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal.